Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an 10 Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bäderland.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Xenia Gurbanova aus der Mensch Hamburg WG. Ahoi Xenia. Hallo Lars. Schön, dich zu sehen. Liebe Xenia, ihr lebt jetzt schon seit einem Jahr in der Mensch Hamburg WG. Da sind 20 Ukrainerinnen, die der Verein zusammengeführt hat in 7 unterschiedlichen Wohnungen. Wir geben euch hier, also wir versuchen euch eine zweite Heimat hier zu geben. Erzähl doch mal, wie dein Weg war seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar letzten Jahres. Ja, seit schon einem Jahr wohnen wir hier in Hamburg. Die Geschichte fängt ab 24. Februar an. Und ich war in Kiew und ich habe um ungefähr 5 Uhr morgens aufgewacht, wie alle Ukrainer und alle Welt, glaube ich. Und erstmal bin ich nach meiner Heimatstadt gefahren, als da meine Eltern waren. Und wir wollten da zusammenbleiben. Ungefähr 2 Wochen, das war am schwierigsten, zusammen mit unseren Verwandten, Freunden im Keller zu sitzen, um sich in Sicherheit zu bleiben. Und dann sind wir nach Westen der Ukraine gefahren. Und am besten ist, dass alle Ukrainer und wir sehen jetzt, Menschen zusammen, alle zusammen sind und versuchen einander zu helfen und miteinander so kommunizieren, dass wir unser Ziel in Frieden zu leben zusammen schaffen können. Und damals war genau so. Am Anfang des März sind wir nach Deutschland gefahren. Das war eine schwierige Entscheidung für meine Familie. Es war eine Raketenbombardierung bei uns und das Betrieb von meiner Familie war zerstört. Und mein Papa hat gesagt, dass besser ist, dass wir nach Deutschland fahren. Und wir sind zusammen mit meiner Schwester, als auch unsere Verwandte und Freunde, Frauen mit den Kindern eigentlich, wir sind nach Deutschland gefahren. Und jetzt meine ich, dass ein Schicksal war. Vom ersten Tag war unterschiedliche Situationen und aber vom ersten Tag haben wir das alles so erlebt, dass immer wir passende Leute kennengelernt haben, dass immer wie gesagt wir haben mit Schwierigkeiten verstoßen und sofort war ein Mensch, der uns geholfen hat. Es gab unterschiedliche Programme und wir versuchten damals alle möglichen
alles Mögliche zu nutzen, damit ein besseres Weg, Ausweg für uns zu finden. Und ein Glück war, dass wir mit einer Journalistin kennengelernt haben, die einen Post beim Facebook gepostet hat. Und so haben wir Mensch Hamburg WG gefunden. Und Hamburg WG hat uns gefunden. Ja, und so war ein Glück, dass wir kennengelernt haben und diese Unterstützung, diese Hilfe, die wir damals bekommen haben, das ist unglaublich wichtig. Und ja, das war ein wichtiges Schritt. Ja, du wohnst jetzt mit deiner Schwester und einer sehr guten Freundin zusammen in der Mensch Hamburg WG. Wo sind deine Eltern? Meine Eltern bleiben jetzt in meiner Heimatstadt. Diese Stadt befindet sich 50 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Also direkt an der Front sozusagen. Ja, direkt an der Front. Und am ersten Tag, die Stadt war bombardiert. Und ja, das war am 24. Ich konnte nicht in die Stadt reinfahren. Das war schwierig. Und jetzt viele Menschen sind zurückgekommen und versuchen, was da zu schützen, schon wieder aufbauen. Wie oft hast du Kontakt mit deinen Eltern? Jeden Tag, mehrmals, ja? Mehrmals pro Tag mit Papa, mit Mama. Wir sind sehr gute Freunde. Naja, klar, natürlich. Du sprichst ja sehr, sehr gut Deutsch. Das hast du jetzt ehrlicherweise nicht in diesem einen Jahr gelernt, sondern du hast vorher schon mal mit der deutschen Sprache Kontakt gehabt. Und als du hier ankamst, konntest du auch schon ein bisschen Deutsch. Das heißt, du hast das große Glück auch, dass du jetzt hier schon arbeitest. Was machst du jetzt? Und was hast du eigentlich vorher gelernt? Ich habe in der Ukraine Jura studiert. Und nach meinem Bachelorabschluss, das war im 2013, war diese auch schlimme Situation in der Ukraine. Und ich habe damals mir entschlossen, dass ich in Europa studieren will. Und meine Wahl war, in München zu studieren. Mhm. Und aber ich hatte Deutsch zu lernen und ich habe eigentlich in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt, aber wir wissen alle, dass in der Schule funktioniert das nicht so perfekt. Und ich erstmal habe ich im Goethe-Institut 3 Monate Deutsch gelernt, damit ich in Deutschland einen Kurs machen kann. Mhm. Und ich habe in München eine Prüfung bestanden, dass ich genug Deutsch spreche, damit ich da bei der Uni München gab es Deutschkurse, die ich machen wollte. Und ja, ein Jahr habe ich in München gelebt und bei der Uni München auch Deutsch gelernt. Und das ist schon ein Schicksal auch, dass so war alle Konditionen und meine Entscheidung damals im 2014 zurück nach die Ukraine zu fahren. Und komisch ist, dass das war wegen des Kriegs damals, dass ich nach die Ukraine fahre, mhm. Und jetzt, dass ich wegen des Kriegs zurück nach Deutschland fahre.
Ja. Und als wir nach Hamburg gekommen sind, niemand konnte Deutsch sprechen. Nur ich konnte ein bisschen, weil ich diese 9 Jahre gar nicht Deutsch gesprochen habe. Und ja, jeden Tag war ich gezwungen, Deutsch zu sprechen. Und ja, das ist schon ein Glück für uns. Wir haben viel geschafft. Dankbar, dass ich durchspreche. Ja. Wie ist denn der Kontakt zu den anderen Ukrainerinnen hier so in der Stadt? Also gar nicht mal nur in der Mensch Hamburg WG. Also ich kriege ja natürlich auch mit, dass ihr euch gegenseitig sehr viel helft und zusammen kocht und Sachen macht. Es gibt so viele Vereine, Gruppen und sozialen Netzwerke, die helfen. Die helfen Menschen zusammen zu unterhalten, zusammen was zu machen. Und es gibt Frauenvereine zum Beispiel, dass wir zusammen frühstücken. Mhm. Meine Schwester zum Beispiel ist letzte Woche zu einer Veranstaltung gegangen, dass sie da Mafia-Spiel zusammengespielt haben. Mhm. Und so viele Menschen versuchen, was Interessantes hier zu finden. Mhm. Und Hamburg, finde ich, das ist eine passende Stadt dafür. Okay. Du arbeitest jetzt tatsächlich als eine der wenigen, weil du ja nun auch gut Deutsch sprichst, bist aber jetzt im Immobilienbereich. Warum nicht als im Jurabereich, im Rechtsbereich? Ich arbeite jetzt bei einer Immobilienfirma und als Assistentin der Geschäftsführung. Und ich lerne jeden Tag, das ist eine neue Branche für mich. Warum kein Jura? Ich habe in der Ukraine als Juristin gar nicht gearbeitet und ich hatte in der Ukraine keine Erfahrung gehabt. Und hier muss ich mein Diploma anerkennen. Aber will ich nicht. Für mich finde ich besser, zusammen mit anderen Menschen zu arbeiten, jeden Tag neue Kontakte zu bauen. Und wenn du einfach mit den Unterlagen zu tun hast, dann finde ich das langweilig. Und jetzt neue Branche, neue Menschen in meinem Leben, sie machen mir glücklich. Du bist jetzt ein Jahr fast in Hamburg. Wie würdest du Hamburg beschreiben und die Leute hier? Es gibt ja sehr viele Klischees über die Hamburgerinnen und Hamburger. Wie ist dein Eindruck von den Leuten hier? Als ich schon Deutschland ein bisschen kenne, für mich mein erster meine erste Meinung war, dass Menschen hier mehr offen sind und es man kann hier diese Freiheit fühlen. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen, dass wenn du auf der Straße bist, im Zentrum, egal wo du hier bist, du fühlst diese Freiheit und die Menschen sind demonstrieren ihre Persönlichkeit. Als ich mich erinnere, dass zum Beispiel in München so streng ist alles und die Menschen sind wie Gleiche.
Und hier zu Vergleich für mich, ich habe auch in den USA gewohnt und in New York. Du siehst diese Farbe, diese Öffentlichkeit und genauso hier. Also haben Hamburg und New York doch mehr zu gemeinsam, als ich immer denke. Xenia, wir sind leider schon am Ende unseres kurzen Gesprächs und da kommen dann immer die Top 3 und ich möchte von dir gerne deine Lieblingsorte in Hamburg erfahren. Meine Lieblingsorte in Hamburg sind erster Stelle Alster. Ja. Ich genieße immer das Wetter da und das ist unglaublich schon mit diesen Vögeln. Und was noch? Landungsbrücken. Mhm. Ich wohne da in der Nähe. Ich gehe oft spazieren. Ja. Und Plantenblumen. Das ist auch ein sehr schönes Ort. Liebe Xenia, das war ein sehr beeindruckendes Gespräch und ich wünsche dir, dass du hier in Hamburg glücklich bist und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass deine Eltern, Verwandten und Freundinnen in der Ukraine irgendwann genauso die Freiheit demonstrieren können, wie wir Hamburger das in deinem Blick irgendwie tun. Also alles Gute und möge dieser Überfall von Putin sehr rasch beendet sein und dass du dann irgendwann die Wahl hast, ob du vielleicht hier in Hamburg bleibst oder vielleicht wieder zurückgehst nach Kiew. Alles Gute und Ahoi. Danke dir, Lars. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.